Die Deutsche Bank hat eine Neuausrichtung angekündigt. Das Investmentbanking soll verkleinert werden. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Deutsche Bank hat keine Zeit mehr zu verlieren, so der neue Chef Sewing. Ein Rückgang des Quartalsgewinns um fast 80% unterstreicht die Notwendigkeit der Neuausrichtung. Das Investmentbanking steuert ca. 50% zu den Erträgen bei. Künftig sollen es 35% sein. Die Deutsche Bank will ihren Schwerpunkt auf das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden und die Vermögensverwaltung DWS legen. Außerdem auf die Abwicklung von Transaktionen. Damit dürfte erstmals eine hohe Zahl an Investmentbankern ihren Job verlieren. Sie können hohe Abfindungen erwarten, der Umbau droht teuer zu werden. Die anfängliche Begeisterung der Anleger schlug in Skepsis über die schnelle Umsetzbarkeit um. Die Deutsche Bank-Aktie endete im Minus. Die neue Losung lautet: zurück zu den Wurzeln, sich auf Europa konzentrieren. Das US-Geschäft wird ebenfalls verkleinert. Nach Jahren des Zögerns passiert dies alles auf großen Druck von Großaktionären, die keine Geduld mehr haben, und den Bankaufsehern der EZB, die Alarm geschlagen haben.